Ja gut, teilerseits, Herrschaften, ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk und bei mir zu Gast ist jetzt Anita Tillmann. Voll gut, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wenn ich jetzt alles aufzähle, was du machst, Anita, dann könnte man denken, hier müssten eigentlich 5 Leute sitzen, aber es bist nur du. Du bist Chefin und Gründerin der Premium, nebst anderer Messen, die du auch noch machst. Du hast eine Event-Location, du bist Mutter von Zwillingen, du bist sozial engagiert und machst noch ein paar andere Sachen. Also dein Portfolio ist endlos eigentlich. Aber das bist alles du, weil Lebensmotto ist ja forwards ever, backwards never. Ne? Und dann kriegt man das wohl alles unter einen Hut. Ja, und glaube ich, geht nicht, gibt's nicht, ist was, was treibt. Ja. Aber ich muss zugeben, ich bin nicht alleine. Erstens habe ich eine super Unterstützung von meinem Mann und dann habe ich ein wahnsinnig tolles Team, ohne die jede Idee ist so gut, wie sie exekutiert wird. Und dann kann ich natürlich noch so viel machen und mir überlegen, wenn ich ein super Team dahinter stehen würde, dann kann man sowas nicht umsetzen. Deswegen bin ich nicht nur ich, sondern vertrete quasi ganz tolle, viele Leute, mit denen ich schon ganz lange zusammenarbeite. Klar, Team ist wichtig. Entstanden ist es aber weitestgehend alles in deinem Köpfchen, ne? Was ich da gerade erzählt habe. Deswegen erstmal die Frage, so, was war denn deine ursprüngliche Motivation, um dich in der Modebranche einzubringen? Also ich arbeite in der Modebranche, ich bin in Düsseldorf geboren und war das erste Mal mit 14 auf einer großen Modemesse. Da habe ich natürlich nicht im Traum dran gedacht, das mal selber zu machen. Was bei mir so der Antrieb war, ich wollte eigentlich raus aus der Branche. Weil ich so gelangweilt war von diesen vielen Männern in schlecht sitzenden Anzügen. So ein totaler Klüngel von alten Männern, die bestimmt haben, was Mode sind. Also das ging gar nicht. Und man hatte irgendwie auch gar keine Chance. In Deutschland als Frau nicht und international war es besser. Aber ich wollte irgendwie, ich war in Mailand, ich bin viel gereist und ich wollte hier bleiben. Und dann wollte ich eigentlich raus und war 2 Jahre bei Pixelpark damals. Mhm. Hab dann aber auch Adidas betreut und eine holländische Marke, Max. Und so ganz ohne konnte ich dann nicht. Und irgendwann kam ein Freund und hat gesagt, Mensch, da gibt es eine Opportunity, was denkst du? Und habe ich gesagt, ja, könnte man so und so machen, wir fangen mal an. Damals haben wir sind schon losgegangen, haben uns ein Ziel gesetzt und haben gesagt, wir wollen, es kann nicht sein, dass Berlin so geil ist und es hier keine Mode gibt. Wieso nicht? Das wollen wir gerne ändern. Und Düsseldorf ist nicht der Nabel der Welt. Und wir wollten alles revolutionieren. Also ich glaube, dieser Revoluzzer-Gedanke, alles umzuschmeißen und Dinge anders zu machen, der stand als erstes nur im Vordergrund. Und erst später, als wir gesehen haben, dass wir Erfolg haben, haben wir dann nochmal wirklich wirtschaftliche Ziele hinterhergeschoben. Aber die Grundidee war eher ein Revoluzzer-Gedanke und A, keine alten Männer in schlecht sitzenden Anzügen und B, es kann nicht sein, dass es in Berlin es gibt und C, das muss man doch alles ganz anders machen. Und so haben wir angefangen. Wenn man sich ein bisschen mit der Modebranche beschäftigt, dann merkt man, das ist eine Branche wie viele andere. Da gibt es tolle Typen, da gibt es individuelle Leute und da gibt es natürlich auch Leute, die du sagst, mit denen will ich nicht so gern zu tun haben, die sind ein bisschen flat. Hauptvorurteil gegenüber der Modebranche ist ja, die ist oberflächlich. Wie begegnest du dem Vorurteil? Das ist kein Vorurteil. Das ist genauso. Ist genauso? Das ist genauso. Wolfgang Job hat mal gesagt, mein erster fester Job war damals für Wolfgang Job. Und dann hat Ole, den ich damals, aber mein Mann, den ich noch gar nicht kannte, ja, der hat gesagt, Mensch, Wolfgang, du bist so oberflächlich. Und dann hat er gesagt, ja, für mehr habe ich keine Zeit. Und das ist auch so, das trifft ziemlich auf den Punkt. Man hat gar keine Zeit, viel tiefer zu gehen, weil das Rad sich so schnell dreht. Und das ist so schnelle Saisons und man ist so unter Strom die ganze Zeit, dass diese Oberflächlichkeit gar nicht zu ändern ist. Man hat gar nicht Raum, das zu machen und das ist da einigen sich alle drauf. Deswegen sind die Leute aus der Modebranche gar nicht davon so betroffen. Das ist ein Deal, den man macht. Man arbeitet in der Branche und das geht so schnell und es ist so viel dauernd, dass man gar nicht das Verlangen hat, tiefer zu gehen. Tiefer macht man dann halt zu Hause. Mit engsten Freunden oder Familie oder wie auch immer. Aber eigentlich ist das ist so, das gehört zur Branche und das ist kein Vorurteil. Dann würde das ja auch innerhalb der Branche niemand persönlich nehmen. Nee. Wenn man sagt, ich muss dann mal wieder weiter. Nee. Und ich bin eh so ganz nah an ADHS geschlittert. Für mich ist das perfekt, das fällt nicht so auf. Ah. Ja, ist so, ich kann ja nicht so lange sitzen und Aufmerksamkeitsspanne ist sehr kurz und da falle ich gar nicht auf. Da gibt es ganz viele. Du hast schon erzählt von deiner Tätigkeit für Pixelpark, die war ja so Anfang der 2000er. Mhm. Ne?
Das war aber auch so ein Zeichen, dass du immer so ein bisschen früher dran bist als andere und Trends schon so vor den anderen erkennst, weil Pixelpark hat ja damals gerade so mit E-Business angefangen. Ja. Und das ist ja dann das Riesending irgendwann geworden und jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Wie machst du das, dass du so sehr am Ball bleibst? Ist es nicht wahnsinnig stressig, sich nicht mal so ein bisschen zurücklehnen zu können? Ja, also stressig ist es auf jeden Fall. Es ist aber auch so ein Bauchgefühl. Ne, wann, in was investiere ich? Geld, Zeit, was interessiert mich? Was ist anders und neu? Das passt auch so ein bisschen zu diesem, wenn alles immer schon so gesetzt und etabliert ist, da habe ich das Gefühl, ich müsste ersticken. Immer schon, auch als Kind. Und dann alles, was neu ist, reizt mich halt. Das reizt mich, das will ich wissen, da will ich mehr von wissen, da bin ich total neugierig und dann treibt mich meine Neugier auch an meine körperlichen Grenzen natürlich. Aber stressig ist das ja. Kann ich das ändern? Wahrscheinlich ja. Will ich das? Nee. Ja, Neugier ist ja rundum positiv besetzt. Eigentlich Stress natürlich nicht mehr. Was ist denn so dein Mittelweg zwischen Neugierde und Stress? Wie kannst du Stress abbauen? Also wahnsinnig schwer, ne? Ich bin ständig an meiner Grenze. Und ich musste ganz viel lernen, um damit klarzukommen. Und habe zum Glück Kinder, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich nicht Kinder zu Hause hätte und eine Verantwortung den beiden gegenüber. Sonst, ich weiß nicht, ich hatte eh schon Burnouts und ging es mir ja auch nicht gut, lange nicht. Und bin auch immer wieder gefährdet in die Richtung gekommen, die Kinder regulieren mich. Kinder und Sport. Und ich habe das Meditieren angefangen. Das ist das, was ganz gut funktioniert. Meditieren lasse ich am ehesten weg, wenn es dann stressig ist, ne, weil dann kann ich nicht ruhig sitzen. Aber dann Sport und Kinder zwingen mich quasi dazu, mich irgendwie auszubauen. Das geht. Es haben ja dann auch permanent Leute an dich Erwartungen. Ne? Du bist in einer führenden Position. Ist es in erster Linie motivierend für dich, dass die Leute zu dir kommen und eine Entscheidung von dir wollen? Oder kann es dich auch mal überfordern? Also Entscheidungen treffe ich bestimmt gerne. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, wenn man Dinge entscheiden will. Das ist alles irgendwie wie so ein Optionsspiel. Wie viele Optionen habe ich? Warum habe ich welche nicht? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Wann? Und für mich und für meine Persönlichkeit, ich brauche das richtig. Ich will das auch haben. Ich fühle mich total hinten dran, wenn ich diese Optionen nicht habe. Und ich treffe gerne schnelle Entscheidungen. Die Erwartungshaltung der Leute erfülle ich deswegen nicht. Aber da hilft mir vielleicht auch meine Branche, weil ich bin so oberflächlich, das ist mir dann auch egal. Nee, ist mir auch egal dann, wenn es dann nicht so erfüllt wird. Aber ich schätze mal, du bist auch durchaus eine Freundin von flachen Hierarchien dann. Also ja, so, auf jeden Fall. Kennengelernt habe, bist du nicht so die Chefin. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ganz flache Hierarchien. Wir haben sehr viele Frauen für uns, 90%. Mit viele Mütter. Wir haben 19 Premium-Babys seit 2003. Wir sind sehr fruchtbar irgendwie und alle kommen auch wieder. Also selten, wenn die weggehen, dann ziehen sie irgendwo in ein anderes Land oder in eine andere Stadt. Ansonsten kommen die mit Kindern wieder, arbeiten viele Hunde und flache Hierarchien. Und ich glaube halt, ich kann diese Geschwindigkeit nicht einhalten, wenn ich in der Kontrollfunktion bin. Mal abgesehen davon, dass mich das wahnsinnig langweilt. Das heißt, ich bin eigentlich viel schneller. Es kostet, ja klar, es kostet total viel Zeit. Alle Management eben zu kontrollieren, das dauert viel zu lange. Das heißt, wir sind eigentlich viel schneller. Und ja, die machen Fehler, aber die mache ich auch. Das Einzige, was ich von denen will, ist, jeden Fehler darf man nur ein einziges Mal machen. Weil dann lernt daraus und macht von mir aus den nächsten, aber nicht immer die gleichen Fehler machen. Da bin ich genervt. Das geht dann auch bei uns nicht so gut im Team. Aber ansonsten ziehen wir auch Leute an, die sehr selbstständig arbeiten wollen und Entscheidungen auch treffen wollen. Und das hat eine ganz spannende Dynamik. Haben sich die Leute gefreut, als du den Verdienstorden des Landes Berlin bekommen hast? 2010 war das? Wir haben das alle gar nicht so richtig mitgekriegt. Auch ich nicht. Aber egal, gibt's ganz gar also, ja, irgendwie war es total cool. Aber wir waren so im Stress, ne? Und dann habe ich diesen Orden, dann stand ich auf dieser Bühne und das ist ja natürlich toll, aber was mache ich eigentlich mit diesem Orden, ne? Und wir haben das verpeilt, pressemäßig zu verarbeiten. Dann im Nachgang hat das unsere neue Pressefrau mal immer so gedroppt bei der Vita und die hat einen Landesverdienst. Aber ansonsten, ich glaube, ich brauche diese. Also, da passiert nicht so viel bei mir emotional, wenn ich sowas bekomme.
Ich finde viel cooler, wenn wir untereinander, wir sind sehr kundenorientiert und serviceorientiert, wenn das Team glücklich ist, wenn die Kunden glücklich sind, wenn wir bestimmte Ziele zusammen erreichen. Das gibt mir eigentlich mehr, diese Emotionalität zwischen allen, als so ein Verdienstkreuz. Ist toll, ne? Aber das ich hätte manchmal lieber hinter der Öffentlichkeit schnellere Entscheidungen vom Senat. Ich glaube, der Senat in Berlin, der hilft, wie viel er helfen kann. Ja. Warum die nicht helfen können, ist, glaube ich, ein anderes Thema und Tage füllen, kann ich ewig drüber reden. Aber mir wäre es viel lieber, wenn Entscheidungsprozesse schneller in Gang gebracht werden könnten, als ein Verdienstkreuz. Aber es ist eine Herzensangelegenheit von dir, Berlin als Modestandort, als weltbekannten und geschätzten Modestandort zu etablieren. Das ist ja dein Steckenpferd, was du da ja ewig schon machst. Ne? Ja, und schwierig auch. Ist ziemlich schwierig. Weil wir natürlich immer was Neues kreieren wollen. Ich glaube immer noch daran, dass Berlin das Potenzial hat. Nicht umsonst sind hier so viele coole Leute, die, wie, egal ob das jetzt heißt, nur Biety ist, wir haben hier so viele, hier leben viele Designer, ob wir das sind, ob ganz viele andere verschiedene Leute, die einflussreich sind bei uns in der Mode- und Lifestyle-Branche, die gibt's schon. Halten die alle zu, es fehlt so eine Struktur quasi, die so ein Dach über allem ist. Deswegen haben wir vor 3 Jahren den Fashion Council Germany gegründet. Mhm. Und das wird international sehr gut angenommen, weil das auf einmal wie so ein Stempel ist. Ne? Man weiß, das ist ein Stempel, das gibt es woanders, das ist vergleichbar. Aber das zieht sich natürlich auch alles sehr lang. Ne? Also es wieder dauert alles, bis das richtig aufgesetzt wird und bis die Wahrnehmung kommt. Denn die Deutschen an sich, Mode wird ja nicht als Kulturgut genannt. Das heißt, es braucht eine neue Definition. Was ist eigentlich Mode? Ich glaube aber, wie gesagt, dass Berlin nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal hat im Vergleich zu allen anderen. Und das wird in Zukunft noch intensiver sein, weil wir leben in der Social-Media-Kultur und noch nie war es so wichtig, schon für Kleine, auch gab TikTok und Musical.ly und was auch immer, ja, sich über Mode und über den Style auszudrücken. Da waren wir alle viel später dran, egal wie interessiert wir waren. Es gab ja auch gar nichts Cooles zu kaufen. Ich bin 1972 geboren, da gab es noch nichts. Da gab es dann, ja, es gab halt nichts. Sieht man an unseren Kinderfotos. Ich bin 67 geboren und da ist Style ganz weit weg. Ganz weit weg. Auf Kinderfotos von mir. Mhm. Und ich bin auch heute noch paranoid, wenn ich braunes Kord oder apfelgrüne Farben und orange sehe. Also das habe ich nicht verkraftet. Musstest du auch die Farben? Ja, das waren auch die Lieblingsfarben gruselig meiner Mutter. Gruselig. Ich sah aus wie eigentlich das die Lampen, heute, die bei uns im Wohnzimmer stehen. Ja, genau. Ja. Und das ist heute halt anders. Ne? Deswegen glaube ich, dass Mode an sich eine andere Wahrnehmung bekommt und Berlin der Platz für alle Kreativen, für alle Jungen sind. Berlin ist sehr jung und das wird sich noch entwickeln in eine Richtung, worüber wir vielleicht gar nicht denken. Das klingt ja echt nach einer Lebensaufgabe. Ne? Also keine, bei der man sich irgendwann mal zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt habe ich es da, wo ich es haben möchte. Nee, aber so ist Mode auch nicht. Und ich glaube, so ist Berlin auch nicht. Stimmt, insofern passt das alles ganz gut zusammen. Deine Persönlichkeit, die Stadt und die Branche, in der du bist, macht alles voll Sinn. Und du sagst, es würde nicht gehen ohne deine Familie. Du bist Mutter von Zwillingstöchtern. Die sind jetzt knapp vor der Pubertät oder schon drin? Also ich würde sagen, drin. Ja, ging es ein bisschen früh los, obwohl es eigentlich normal so 10, 11? Also, ja, 11, ja. So vor Pubertät. Die gehen ja noch mal rückwärts, wenn wir irgendwo hingehen. Ja, klar. Und die erden dich? Ja, die erden mich, weil es einfach die Prioritäten komplett verschiebt. Und da ist auch egal, wie viel Stress ich habe im Job oder nicht Job. Und so als Vollblutmama, meine Eltern kommen aus Kroatien und ich bin mit ganz viel Liebe groß geworden und immer stehen die Kinder im Fokus, auch heute noch. Und das habe ich natürlich mitgenommen und dann ist mir auch alles andere egal. Da geht es wirklich dann nur um die Kids und was die beiden brauchen und wollen. Und das macht mich auch extrem glücklich, muss ich sagen. Wie sieht denn so ein normaler Tag von dir aus? Wann stehst du auf und was passiert dann? Wir stehen um 6 Uhr auf. Jeden Tag um 6? Ja, manchmal 6.15 Uhr. Wenn es ganz schlimm ist, 6.30 Uhr, aber es ist schon dann stressig. Okay. Und dann wird alles vorbereitet, auch für die Kinder Frühstück. Einer fährt die zur Schule, wir fahren beide zur Arbeit. Wir reisen beide noch sehr viel. Das heißt, wir stimmen uns immer ab, wer wie unterwegs ist. Und dann ist lange. Dann holen wir die Kinder um 6 Uhr von der Schule ab oder die kommen. Abendprogramm. Und dann meistens noch E-Mails beantworten oder noch telefonieren. Oder halt versuche ich halt Sport noch irgendwie rein zu pressen.
Entweder noch morgens oder abends dann. Und wann gehst du ins Bett? Zwischen 10 und 11 versuche ich. Also wenn wir keine Veranstaltung haben oder kein Kundenessen. Aber zwischen 10 und 11, wenn ich zu Hause bin. Ja, eben, du hast ja wahrscheinlich aber auch noch ziemlich viele Veranstaltungen, wo du dann auch mal so vorbeischneiden musst. Ja, das habe ich. Und dann stellt man dir ein Glas Sekt hin und dann sagst du, ah, okay. Also ich trinke eigentlich eh sowieso wenig und auf solche Veranstaltungen trinke ich gar nicht. Halte ich nicht aus. Also schaffe ich kräftemäßig gar nicht, auch noch Alkohol zu trinken. Und dann sage ich eigentlich meistens alles ab mittlerweile. Also muss ich aber auch erst lernen, Nein zu sagen. Ja. Ich sage wahnsinnig viel ab und wenn ich hingehe, dann bin ich als Erster da und gehe auch als Erster wieder. Also da gibt es dann so einen Trick. Ich komme als Erster, stehe meistens vorne, sage allen guten Tag, habe dann gesprochen, mit wem ich reden muss, gucke auf die Uhr und gehe. Und dann schaffe ich sogar auch 11 noch. Respektabel. Das ist schon so sehr durchgetaktet. Aber ich schaffe das. Wie gesagt, ich schaffe es sonst nicht. Aber ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, wenn man, also man braucht ja irgendwie ein Ventil. Du sagst, du meditierst ab und zu, wenn du die Zeit dazu findest, du machst Sport. Aber du musst ja auch mal irgendwie Momente haben, wo du so total überreizt bist. Und dann ist ja die Gefahr groß, dass das entweder die Leute abbekommen, mit denen du arbeitest, oder deine Familie. Ich würde sagen, wenn ich die Wahl habe, ne, dann sind es erst die. Ihr seid dran. Mit denen ich arbeite. Ja. Ja, klar, kriegt die Familie auch ab. Und auch, also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich mich sowohl bei meinem Mann als auch bei meinen Kindern entschuldigen muss. Das ist schon auch so. Aber die wissen, wie Frau bzw. Mama tickt. Ja. Dass das ja nicht persönlich gemeint ist. Ja, nicht persönlich, aber das reicht ja auch nicht. Ne? Nur weil es nicht persönlich gemeint ist, ist das ja kein Freibrief, sich daneben zu benehmen. Das stimmt. Insofern versuchen wir dann irgendwie eine Lösung zu finden, auch in der Familie zu sagen, okay, wer kann eigentlich wen nochmal entlasten und was kann man eigentlich noch besser machen. Und das geht dann schon. Offen. Also ich glaube, das, was bei uns zu Hause ist, ist totale Offenheit. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das die beiden überfordert, weil wir sehr früh damit angefangen haben. Aber es ging gar nicht anders, als ehrlich zu sein und in der Hoffnung, dass sie das emotional verstehen, auch wenn sie es nicht verbal verarbeiten können. Ja, also es ist ja, das ist sehr komplex. Dein Beruf ist wahnsinnig komplex und jetzt haben wir diese beiden Fälle, haben wir drüber gesprochen. Das ist aber noch nicht alles, weil du engagierst dich ja auch noch sozial, auch dafür findest du die Zeit. Also jetzt alleine dadurch, dass du bei uns sitzt und für diesen Verein dein Gesicht auch zeigst, du unterstützt noch mehrere Sachen. Ja, ich mache, also am liebsten würde ich noch viel mehr machen, weil mir das fürs Herz sehr, sehr gut tut. Es gibt ein Kinderheim hier in Berlin, St. Elisabeth Stift, den wir unterstützen. Und dann sammeln wir auch dauernd Klamotten und Geld und sind mit denen in Kontakt. Das erfordert halt Mühe, ne? Aber ist so zeitlich ist das alles regelbar. Dann bin ich in der Ruck-Stiftung. Und die Ruck-Stiftung hilft quasi, arbeitet viel mit Pro Familia, die hilft quasi insbesondere Erwachsenen und Müttern klarzukommen mit den Kindern. Weil wenn die Eltern nicht happy sind, dann kann man die Kinder noch so viel unterstützen, das ist dann auch schwierig. Und das ist ein kleiner Verein, aber wirklich ganz herzlich und machen tolle Sachen, tolle Projekte. Das machen wir noch alles Mögliche, gell? Also wir spenden viel, kostet halt gar nicht, keine Zeit, muss man sagen. Ja. Wir spenden viel und was mache ich noch? Weiß jetzt gar nicht. Also das hier ist mir eine Ehre, ich finde das ganz toll. Und ich finde, dass man über den Verein reden muss und über Depressionen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ein Tabuthema ist, wo jeder davon betroffen ist. Also wir haben das in der Familie, ich selber bin auch schon extrem an meine Grenzen gekommen. Und ich glaube, es ist besser, wenn alle darüber reden würden. Deswegen müsste man das viel öfter machen als nur einmal im Jahr. Ja. Das wäre schön. Ja, ne? Insofern vielen Dank, dass du da mit gutem Beispiel vorangehst und toll, dass du hier warst. Vielen Dank.